Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Die Gegner, die kommen immer einen ganz kleinen Schritt näher. Das gefällt mir nicht. So, jetzt sind Skid. Gegner stillgestanden. Okay. Schon gefragt, was das für ein Skid sein soll. これがあれば簡単に逃げられるしね。あ、そうそう。逆に敵が逃げるのを防ぐこともできるんだよね。本当すぐれば。あ、グラス。動き止めるならこっちの方が便利よね。 Okay. Ich finde das echt blöd, dieser Fehler, der kommt irgendwie die ganze Zeit, ey. Und ja, aber wir können uns ja dahin jetzt teleportieren einfach, ne? Glaube ich. Oder auch nicht. Wir sind jetzt gerade hier. Dieser DNS-Server fehlt mir, den kommt schon seit Jahren irgendwie. Ich weiß nicht, was das soll. Das war, wenn ich irgendwie online bin. So. Oh. Wuff. Hm, wer sind diese Leute? Die stammen aus dem Dorf des abnehmenden Mondes. Was machen sie hier? Anders als wir. Wir sahen uns vor kurzem. Das ist die Außenwelt, die echte Welt. Willkommen zurück. Außenwelt. Außenwelt hell, Luft sauber, Gefühl gut. Sie kommen also von allein raus. Kannst du nach ihnen sehen, Estelle? Ah, natürlich. Sie sehen gesünder aus, als ich erwartet hätte. Geht mir genauso. Ich dachte, sie würden ziemlich schwächlich sein. Ja, Menschen sind zäh. Sie wollen nicht in den Untergrund zurückkehren. Einige sind noch dort geblieben, aber ich vermute, sie werden früher oder später ebenfalls hochkommen. Das hat ja nicht lange gedauert. Ihre Gründe waren seltsam. Sie sagen, so furchterregend es auch für sie war, durch das Tor zu gehen, lauern unten doch noch fürchterlichere Dinge. So fürchte ich, dass sie sich von dort unten vertreiben lassen. Hm? Könnte es dort unten noch jemanden wie Oma geben? Wenn jetzt jemand wie Oma wäre, würde er vor uns aber keine Bedrohung darstellen. Vielleicht sollten wir es untersuchen gehen. Als ich gerade dachte, wir könnten uns auf den Artefagus konzentrieren. Was ist mit diesen Leuten? Ich kontaktiere Rita, damit man sich um sie kümmert. Lass uns ausschalten, was immer da unten lauert. Ihnen zuliebe. Alles klar, das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass es hier weitergeht. Und dann war es das ja auch eigentlich, ne? Da müssen wir noch das hier und die Kolosseum-Dinger machen, ne? Ich würde eher das Kolosseum vor das hier aber ehrlich gesagt erledigen. Wie komme ich jetzt nochmal dahin? Weiß nicht, ich stelle mir vor, hier passiert irgendwie was Heftigeres als im Kolosseum halt. Vor allem da haben wir ja auch schon alles erledigt. Wir haben ja den Solo-Kampf einmal abgeschlossen, wir haben den Teamkampf abgeschlossen. Teamkampf müssen wir sowieso noch mal machen, weil wir halt einige Charaktere noch nicht hier bekämpft haben. Weil wir haben ja gegen unsere eigene Truppe am Ende gekämpft und ich muss ja noch, weiß nicht, gegen Yuri, Flynn, Rita und Estelle kämpfen. Das heißt, ich darf die nicht im Team haben und muss dann... Warte mal, bin ich überhaupt richtig? Das war doch jetzt hier, wenn man hier reingeht, ne? In den... Wo Alexei vorher war, ne? In diesem Raum. Konnte ich mich nicht irgendwie dahin teleportieren? Habe ich nicht irgendwie so ein... eine Abkürzung irgendwie geschaffen? War so ein Teleporter, oder? Am Eingang, ah, habe ich verpasst, ne? Na gut, gucken, wie man ja noch mal irgendwo hinkommt. Wo komme ich jetzt, wenn ich hier hingehe hin? Ja, genau, das will ich nicht. Dann muss ich noch mal zum Eingang, glaube ich. Oder zum Ausgang halt, ne? Da war doch hier irgendwo ein Teleporter, ne? Da links, oder? Ja, okay. Da habe ich mich schon wieder
unnötig hier kompliziert gemacht. Und dann war da irgendwie ganz hinten so ein Loch, ne, wo ich nicht weiter kam. Ich nehme an, hier hat sich nichts verändert, ne? Einfach Oma kennt viel, seltsamer Arzt, Mond. Oma setzt Arzt ein, stellt Arzt her. Kann ich jetzt hier hin vielleicht? Nö, ich dachte erst für einen Moment. Pflanzzeit, dieses Land, Heimat von Zivilisation. Jetzt alles fort. Im Land der Toten. Okay. Ja, wahrscheinlich nur am Ende hier viel mehr erfahren, ne? Ja, ist in der Tales of Serie oft irgendwie so, ne, dass man irgendwie, weil nicht so eine Zivilisation oder irgendwie so was hat, was man nur irgendwie optional irgendwie herausfindet. Also, das war jetzt schlecht erklärt, aber in optionalen Dungeons werden immer irgendwie noch so so komische Sachen noch hinzugefügt und ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Meine Grace ist zum Beispiel hier den Zonenkäfig spielt, dann erfährt man zum Beispiel was über, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ist ein bisschen schwer, aber ich hoffe, ihr versteht es nicht, ne? So, wie komme ich denn jetzt erstmal ganz nach unten wieder? Muss ich jetzt mich erstmal wieder hier durchkämpfen zum zweiten Dingen? Ich dachte eigentlich, ich könnte mich jetzt dahin teleportieren, irgendwie, wenn ich jetzt nicht noch mal die Ebene hier machen muss. Kann man auch bestimmt irgendwie, ne? Ich weiß es nur nicht. Doch, da. Da sind wir dann stehen geblieben, ne? Da war die neueste Ebene dann. So, speichere mal hier, damit ich hier nicht den ganzen Weg nochmal hinlaufen muss. Und ja, da hinten hat sich was aufgetan, ein Teleporter. Seh mal, da ist eine Formel. Ja, oder das. Also ist tatsächlich noch etwas hier unten. Na, wird schon schief gehen. Okay, da musst du jetzt nicht extra noch in Dings kommen, aber okay. So, ich rechne mit neuen Gegnern, stärkeren Gegnern. Gucken wir mal. Hegemonie. Was auch immer das bedeutet. So, da muss ich halt hier jeden Flur immer erst ein bisschen abtasten, damit ich weiß. Wenn hat genauso funktioniert wie in den anderen, dann gibt es wahrscheinlich wieder irgendwie so Wege, nämlich irgendwie ein paar Ebenen skippen lassen, ne? Und das will ich nicht, weil in den geskippten Ebenen sind meistens immer irgendwie coole Sachen. Ich glaube, da waren irgendwie die Teufelswaffen von zwei Charakteren versteckt. Und ja, das heißt, ich muss immer den weitesten Weg nehmen wahrscheinlich. Ich hoffe, der ist noch geradlinig. Nö. So, wir warten noch mal. Grün, rot ist, ne, weiß ist da, wo ich anfange, ne, und rot ist da, wo ich hin muss, ne, da ist der Ausgang. Ich gehe jetzt einfach mal nach oben und zweimal nach rechts. Dann müsste ich hier in so ein Grün auftauchen. Ich gehe nach oben, ich gehe nach rechts und dann gehe ich nach unten. Weil ich glaube, Grün waren jetzt nicht Ausgänge, ne. Grün war, glaube ich, schätze. Gut, wen spiele ich überhaupt? Ich glaube, Schulif, ne? So, und da haben wir schon mal neue Gegner. Und ich habe nur 6 magische Augen. Level 100, okay. Das ist ein ganz schöner Sprung. Oh, ne, nicht die Viecher. Ach ja, ich habe, bevor ich jetzt hier angefangen habe aufzunehmen, noch versucht mit Rita das Kolosseum zu machen. Hat nicht so gut geklappt. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen, weil hat mich voll aufgeregt wieder, ey, weil Kratos einfach so ein unfairer Gegner ist. Ich kann überhaupt nicht dazu einen Zauber einsetzen, selbst mit Überlimit, weil er mich die ganze Zeit betäubt hat und ich habe mich echt angepisst und ich fange langsam an, irgendwie das Kolosseum zu hassen deswegen. Also ja, ich mache das jetzt erstmal so eine kurze Zeit jetzt erstmal nicht mehr. Ich werde wahrscheinlich erst mit Level 200 oder so erstmal dazu gehen. Ich halt lächerlich finde. So, wir haben übrigens jetzt 5 Überlimits, ne? Cool. Oder? Ja,
Also ich werde dieses verkackte Kolosseum jetzt nur irgendwie noch mal machen, wenn ich irgendwie, weiß nicht, Level 150 oder 200 oder irgendwas bin. Und ich mit meinen Teufelswaffen jetzt hier irgendwie alles one-shotten kann. Das ist sowas von kacke. Ich habe gedacht, mit Rita will ich das voll locker schaffen, aber ne. Denkste. So. Die Gegner hier sind bis jetzt noch nicht so schwierig. Auch wenn die Level 100 sind, okay, davon waren jetzt irgendwie nur eine Level 100. Und ich werde jetzt natürlich nicht meinen ganzen Weg jetzt hier aufnehmen, weil da wiederholt sich hier wahrscheinlich die Blöde. Deswegen tue ich hier nicht nur so alles, weil so ein bisschen neu erscheint, erstmal aufnehmen. Immer wenn ich irgendwie Truhen finde oder so, werde ich vielleicht noch mal irgendwie aufnehmen, aber ansonsten, ich werde wahrscheinlich sowieso ja noch mal direkt rausgehen nach dieser Ebene, weil ich magische Augen brauche. Ich habe nur 5. Oh, ich kann auch mit Repeat analysieren, ne? Habe ich nicht vergessen. So, hier gibt es ja immer irgendwie viele Truhen mit so Gummis, deswegen wollen wir die ruhig mal alle weg. Er macht da nur einen Schaden, dieser Irrsturm macht nur einen Schaden. Ja, super. Auf damit, Raven. Der Angriff bringt es nicht so. Irgendwas anderes macht auch nur einen Schaden. Wasser, glaube ich. Okay, ist gut. Nimmst nur physisch Schaden, ich verstehe es. So, hier ist jetzt grün, ne? Das heißt, da müssten Schatztruhen sein, glaube ich. Warte mal, geht noch weiter halt über Limit. Okay. Höhlisch, okay. Okay. Spezifik, oh cool. Also ist wieder nur schwachsinniges Zeug. Oh, Rita hat die alle kaputt gemacht. Gut. Rita verballert jetzt irgendwie voll viel TP. Ja, diesen Anhänger hat hier, der jetzt ihre Zauberzeit verringert. Das heißt, sie wird viel mehr Zauber einsetzen können und dementsprechend auch mehr TP verballern. So, jetzt warten nach unten, ne? Einfach weiter nach unten, dann irgendwann nach links. Captain Fledermaus. Muss Level 100. So, ich hoffe, hier gibt auch. Oh, die sind auch noch da. So, ich muss definitiv herausgehen, um mir magische Augen irgendwie zu holen. Mich hätte da ist ja so schneiden mit hier hat ganze Ebene hier aufgenommen wird. Aber ich habe keine TP, geil. Ach, den kann ich auch nicht einsetzen, meinen TP Heildingen. Drag. So, Hauptsache, gibt mir gute Erfahrungspunkte, ne? So. So, ist halt oben. So, weiter nach unten war das, ne? Dann irgendwann nach links. Na, Rita, komm mal her. Bleib mal genau da stehen, gut. Richtig gut. Ah, diese blöden Krabben, die nehmen von gar nichts Schaden. Obwohl, ist halt nicht irgendwie Überlimit Octotet oder irgendwie dort heißt, ich kann jetzt 8 Überlimit holen.
Das wäre natürlich sehr gut für das Kolosseum. Wird es definitiv einfacher machen. Okay. Zauber machen gar nichts an Schaden gegen die Viecher. Sind voll nervig. Das sollte ja aber auch irgendwie nicht so staggern. Irgendwie so, ah, ich werde getroffen. Ah, oh Gott, ein Schaden, ein Schaden. So, Rita hat sowieso keine TP mehr. Also greift sie physisch an und macht mehr Schaden. Schon irgendwie traurig. Und du kommst dann mit mir in die Luft hier. Warum mache ich jetzt so wenig Luftschaden? Luftangriffe. Revitalisierung. Boom. Stich. Mein Gott. Ich glaube, der war aber schon tot von den AP, ja, ne? So. 6 Dinge haben wir jetzt. Okay, und hier ist der Ausgang. Gut. Und Sheol. Normalerweise ein Name von so einem Boss oder irgendwie sowas. Narake. Oh Gott, da geht noch weiter nach oben. Geil. Das ist schon ein bisschen krass. Ich dann wirklich bis auf 8 hoch ballern kann, ne? Kann ich ja den ganzen Tag über Limits einsetzen. Da wird wahrscheinlich ein längerer Part, wenn das hier alles so lange dauert, ne? Aber meist wird ja rausgeschnitten. Also ja. Ich wollte jetzt eigentlich nur diese eine Ebene voll aufnehmen und danach mache ich halt, weiß nicht. Boom. Geht aber kaputt. Uns mal hier zu heilen. Nee, klappt nicht. Nee, da war nicht so viel für Erfahrungspunkte. Okay, Hegemonie. Dann gucke ich mir mal an, wie der zweite Flur so aussieht. Zweiter Aufzug meine ich. Ich kann ja nicht speichern. Okay. Ich glaube, man kann immer speichern, wenn irgendwie so mehrere Auswahlmöglichkeiten sind, ne? In den Ebenen. So war es jedenfalls in den anderen Dingern hier. Und da ist der Ausgang, gut. So, wenn ich jetzt sehe, dass hier wieder nur eine Ausgangsmöglichkeit ist, dann schneide ich das natürlich raus. Und ja, wenn jetzt neue Gegner da auftauchen, dann ja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Hier sind zwei Ausgänge. Das heißt, ich muss jetzt erstmal Rätsel raten, welcher davon. Aber ich nehme jetzt mal sehr stark an, der jetzt am weitesten entfernt ist, wird auch der sein. Ich nehme jetzt mal an, dieser Ausgang hier lässt mich irgendwie so ein, zwei Ebenen skippen. Und dieser hier bringt mich in die nächste. Deswegen, ja, gehen wir den hier. Und ja, wenn ich mich irre, dann werdet ihr das schon sehen. Und wenn nicht, dann ja, auch nicht. Also bis gleich. Ich sehe euch dann, wenn ich dann irgendwie was gefunden habe. Schätzmäßig oder keine Ahnung. Bis gleich. Es geht. なあ、フェダーは何もしてない。でもまだ少しだけ空白のページが残ってますね。ごめん。完全に埋めるのは無理かも。何もお前一人が埋めてるわけじゃないだろ。え、そうね。みんなで旅して戦った結果がそれなのよね。そうですよ、カロル。諦めちゃダメです。そっか。だよね。じゃあ ich nehme an, wir haben dann 80% erreicht, ne? 90%. Ah, okay. Nicht schlecht. Alles klar, werden wir schon noch finden. Ich hatte übrigens recht, der weitere Weg war der, der mich zur dritten Ebene gebracht hat. Also nehme ich mal an, der Weg vom... Wo bin ich jetzt hier in der zweiten Ebene, ne? Der Weg vom... Warte, ich zeige euch das mal. Wir gehen ja jetzt dahin, ne? Da gab es ja wieder zwei Wege, die ich aussuchen konnte. Und ja, ich nehme an, der nahegelegene Weg würde mich dann irgendwie wieder was skippen lassen, ne? So, hier bin ich hingegangen und das hat mich zur dritten Ebene gebracht. Deswegen nehme ich mal an, das hier wird mich zur Ebene
4, 5 irgendwie so bringen, ne? Was ich nicht will, ich will ja nicht irgendwie Gebiete skippen, ich will ja jedes einzelne Gebiet hier absuchen, um Schätze und so zu finden. Und ja, ich habe schon bis zur dritten Ebene geschafft, aber ich bin noch mal rausgegangen, um magische Augen zu kaufen. Und ja, wir sind jetzt wieder gewappnet. Also ich bin jetzt immer noch an der gleichen Stelle mehr oder weniger, aber ich sag trotzdem schon mal bis gleich. So, da haben wir doch eine verdächtige Truhe in der Mitte. Lass mal kaputt machen und gucken, was da drin ist. Und ist aber gut, dann ein Schaden. Ist das so richtig? Warte mal, Licht. Weiß nicht. Muss da Licht drauf gezaubert werden oder was? Ah, tatsächlich. Guck mal, wie gut ich bin. Du bist, glaube ich, neu, ne? Ja. Muss ich vielleicht auch mal analysieren. So. Okay, das heißt, die Truhe muss ich heilige Lanze oder so angreifen, ne? Super, das kann ja noch ein bisschen dauern. Irgendjemand ein Lichtangriff. Ja, sehr gut. Ich glaube nicht, ne? Ich könnte eine Lichtwaffe ausrüsten, das wäre vielleicht eine Idee. Eine Lichtwaffe. Da. Bringt nichts. Warum nicht? Das war Licht. Nee, ist es nicht. War doch gerade hier. Auch nicht, was? Okay. Wo ist jetzt meine Teufelswaffe? Da. Oh, da muss es Teddy ja Dings hier reinballern. Ich mach mal die anderen Truhen hier auf. Nehmen wir irgendwie die Ziele ja gerade weg. Ich gehe auf die los. Oh, danke. Er hat einmal angegriffen. Sternklinge Taurus halten. Oh. Ist das was für SL? Ne, Taurus, das klingt wie Sternzeichen. Die Sternzeichen sind ja alle für Patty, ne? Wenn ich mich nicht irre. Hier doch immer so sternzeichenbasierte Waffen. Cool. So, wir machen mal den fertig. Ich öffne mal das hier. Sehr gut. Ich habe ein paar Spezifik hier benutzt. Wäre schön, wenn ich ein paar von denen wieder zurückbekomme. Cool. Und der Ausgang, der ist jetzt noch ein bisschen weiter weg. Deswegen, ja. Obwohl, machen wir noch, komm, Truhe halt. Warte mal, du bist neu, glaube ich. Kramhauptmann. Ah, magische Verteidigung. Ah, das heißt, ich kann nur physisch. Der Ausgang war irgendwie hier so rechts und dann unten. Wenn wir mit euch angucken, was diese Waffe hier macht, ne? Eure Angriffe bringen nichts. Was ist das? Wollen wir die trotzdem von diesen Angriffen hier verpasst werden und so, ey? Nervt ein bisschen. Oh, spezifisch. Würde ich am liebsten jetzt einsetzen, aber dann bringt ja nichts. Sonst setzt nie wieder weiter Magie ein. Ich habe auch keine TP mehr. Mein Gott, ey. Ja, ich bin gleich tot, sehe ich. Da wollen wir ja mal nicht, ne? Jetzt geht doch mal kaputt.
Du hast auch gerade gar keine TP mehr. Uns greift alle physisch an, Leute. Ich habe keine TP mehr. Mein Gott, Rita hat 4 TP und verbraucht die direkt für links. Feuerball. Also komm. Los, komm. Ich habe noch TP. Los, komm, danke. Kann man spezifisch einsetzen. Okay, war jetzt nicht. Mein Gott. Ich hoffe, ich laufe hier richtig. Sollte eigentlich für sie hier einstellen, als sie nur Dings einsetzt. Wäre vielleicht mal eine Idee, ne? Dürfte die Sache auch ein bisschen hier schleunigen. Entweder das oder Meteoritensturm. Meteorsturm. Mein Wundergummi. Wenn mir jetzt das auffällt, ne? Ich vielleicht für sie nur die Massenzauber ja ausrüsten sollte, damit das schneller geht. Ich habe sogar den Feenring ausgerüstet, damit sie weniger TP verbraucht. Na gut. Jetzt glaube ich nach rechts, ne? Jetzt müsste ja der, jawohl. Und beschleunigen wir halt ganz ein bisschen. Ich will auch mal hier fertig werden. Und ich warte auch direkt wieder einen Speicherpunkt oder so. So, sehr gut. Viel Erfahrungspunkte. Aber kein Level up. So, Ebene 4. Taurus-Klinge. Ja, ich wusste es. Kritikfähig. Höhe die Chancen beim Formwandel, die kritische Form zu erlangen, deutlich. Ja. Gerne. Ist doch mal nicht schlecht. Ich würde sagen, hier ist ein Speicherpunkt. Das sieht nicht gut aus. Nö, okay. Aber ich nehme mal, hier geht es einfach geradlinig weiter, ne? Ich glaube, immer nachdem man hier so eine Wahl getroffen hat, kommt ein Speicherpunkt. Nicht davor, so wie ich vorher gedacht habe. Weil eine neue Waffe bekommen ist auch nicht schlecht. So, hier gibt es nur einen Ausgang. Und das letzte Mal war, vor allem hier ist der Eingang, hier ist direkt der Ausgang, ne? Aber man muss anscheinend hier die Schatzort hier abklappern. Ich gehe jetzt also jetzt als nächstes hier hin und dann da hin. Ich muss, oh Gott, da werde ich mir auch nie merken. Ich muss erst nach oben, rechts, oben, links, 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 dann rechts, unten. Werde schon herausfinden, irgendwie. Ich mache das schon, ne? Also bis gleich. So, da haben wir schon die nächste Kiste und ja. Gut, machen wir die auch wieder kaputt. Wir wollen, glaube ich, wieder Licht, ne? Ja. So, da beschleunige ich jetzt mal ein bisschen. Und zwar mache ich heilige Lanze hier. Dann mache ich den hier. Dann mache ich den hier. Beschleunigen wir uns ja ganz schnell. Und das Ding jetzt hoffentlich schnell kaputt. Nochmal. Judith ist tot. Wie ist das passiert? Geht da auf Hochtouren allen. Oh. Ah, da ist was diese verkackte Dings machen. Diese verkackte Quest schon wieder. Okay. Snowboard Quest. Geht da auf Hochtouren. Das ist ja dann Flint, ne? Das ist ein bisschen doof hier. Manchmal kommen hier Gegner, die haben 9999 Verteidigung.
kannst nur mit magischen Angriffen angreifen und manchmal genau umgekehrt, ey. Kannst halt nur mit magischen Angriffen, also nur mit physischen Angriffen erledigen, nicht mit magischen, weil ich ein bisschen nervig finde. Aber gut, wenigstens haben wir hier so was Wichtiges von der anderen Quest gefunden. Das heißt, wir haben potenziell bald ein neues Kostüm für Flynn. Oh Gott, gehen wir mal ein paar TP, danke. Boom. 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 Mach ich mal aufstehen, bis das Hackebeil da runterkam. Ja, Ritter auf Hochtouren nehmen müssen wir uns nicht unbedingt angucken, ne? Dauert jetzt hier viel zu lange, bis ich den Kampf hier gerade abschließe, glaube ich. Aber jetzt gleich schneide ich auch ein bisschen, ne? Ich lasse halt einfach erstmal hier drin. Hier ist noch so ein Schatzraum, zu dem ich hin muss. Und boah, dauert hier einfach viel zu lang. So, ich habe mir einen Screenshot von dem Gebiet gemacht. Von der Karte. Deswegen weiß ich jetzt ganz locker, wo ich hin muss. Noch. Schleuniger Thema ein bisschen. Und dann wird es ein bisschen nervig hier. So, sehr gut. Ja, Dreck. Jetzt muss ich hier runter. Er hat schon seinen Vorteil, wenn man ein Aufnahmeprogramm hat, ne? Wir machen jetzt ja ganz schnell. Dauert wir langsam ein bisschen zu lang. Ja. Oh Gott, wo bin ich jetzt hier? Ich sitze da links, ne? Ich gehe mal mit der Maus da drauf, damit ich weiß, wo ich bin. So, wieder über Limit. Werden wir schon nicht brauchen für zukünftige Bosse oder so, oder? Das ist das. Jawohl, hat den sogar erreicht. So, hier ist noch so ein Schatzraum. Ich hoffe, da ist auch noch was drin, ne? Was Wichtiges. Ansonsten hat ein bisschen Verschwendung, hier hinzukommen. Oh, da ist so ein Typ wieder, der nur einen Schaden nimmt. Auch dadurch. Ah, die Gegner zu bekämpfen sind ein bisschen nervig, wenn ich ehrlich bin. Ich habe ja nur Magier außer mich selbst hier. Gehen wir ein bisschen auf Nerven. Diese Viecher. Also geh schnell kaputt. Danke. Na, wo bin ich jetzt? Ein runter noch. Oder? Ne, ich bin schon. Okay. Jetzt müsste ich ja noch so einen Schatzraum haben. Oh, guck mal. Schatztruhe, finster. Mal den hier eigentlich auf den, auf die, Schlangensperr Dragon ist okay, ging ja noch gute Waffen, finde ich nicht schlecht. Ja, ich meine, ist jetzt nicht stärker, 850, doch da ist stärker als, ja, das hier war früher das Schwierige, ne? Ja, nicht schlecht. Flug Superfähigkeit plus lässt einmal pro Flug kommen ein Arcana, ein zweites Arcana, Hyperluftspannung. Okay, ist nicht so geile Sachen. Vor allem nicht, wenn du jetzt schon deine ganzen Dinger hast, deine bist du neu? Nee. Wenn du schon deine ganzen Teufelswaffen und so hast, ist halt jetzt auch nicht mehr so dolle. Du hast auch keine TPE, super.
Ja, er hat da Tornado ausgerufen. Dieser eine Angriff noch mal, wenn ich so wüsste, ne? Deine Sprungangriff. Ja, wenn ich nur wüsste, ne? Das geht kaputt. Da bin ich gut, dass ich Truhe wenigstens lohnen. Ich meine, brauchen tue ich die Sachen jetzt nicht mehr, aber ja, die Schaden sie trotzdem zu haben, ne? Schlange war da neu im Hintergrund. Das war weg. Und hier rechts müsste jetzt der Ausgang sein, ne? Gut. Kurz mal wieder ein bisschen ab. Ah, verdammt. Ja, das. Falscher Zauber ausgerüstet. Warum macht nicht? Ach so, tust. Boah. Ja, dann Dings, Meteoritensturm. Ja, immer noch am Leben. Weil er so viel Überlimits, aber soll's. Ich locker wieder zusammen. Ich tue ja jetzt nur beschleunigen. Damit das aufgenommen, nee, jetzt nicht so lange dauert. Alter. Zwei Kette. Gut gemacht. Okay. 54.000 Erfahrungspunkte. Gut. Einige haben ein Level Up bekommen. Alle fast. Nee, nicht alle, aber fast alle. Gut. Und wir haben immer noch kein Stockwerk übersprungen. Finde ich gut. Gibt es hier einen Speicherpunkt? Ich hätte mal gern einen Speicherpunkt nach den beiden schätzen. Ich muss halt alles in einen Run ja machen, ne? Okay, dann sehen wir uns, wenn ich wieder was finde. Bis gleich. So, wir befinden uns in der 9. Ebene und hier ist wieder eine Truhe, die holen wir uns noch mal, ne? Und zwar habe ich immer noch, ja, schon wieder eine Lichttruhe. Die holen wir uns mit heilige Lanze. Und da wir ja im 9. in der 9. Ebene sind, Leute, das war ja bald kaputt. Bedeutet das, dass wir auch bald vorm Boss stehen, ne? Oder? Löwenseele erhalten. Okay. Cool. Was auch immer das ist. Was mit dir auf einmal los? Bei uns gehen alle die TP aus. Zum Glück habe ich viele Dinger bekommen, ja. Die ganze Zeit, das dauert ganz schön lange, hier jetzt durchzukommen. Ei, ei, ei. Ah. So, aber wir schaffen das hier. Und ich hoffe, wer so immer vom Boss gleich kommt, werden wir auch schaffen. Und ich hoffe, ich kann da vorne mal kurz speichern. Das wäre natürlich sehr gut. Okay, sehr gut. Wir sind auch jetzt kurz vorm Ende, ja. Ich bin nicht irre. Der Ausgang ist hier irgendwo in der Nähe, glaube ich. Ja, perfekt. Okay, dann weiß nicht. Haben wir noch die TP noch mal kurz hier hoch. Mein Gott, lass mich angreifen. Dann wenn wir uns so direkt um den Boss kümmern, ja, falls jetzt einer kommt, ne? In der 10. Ebene. Ich meine, das kam ja meiner 10. ne? No. Ist immer noch gutes Training, ja, muss ich zugeben. Kriegt so fast alle zwei Ebenen immer ein Level ab. Ist nicht schlecht.
No, jeder hat Level Up, bis auf Yuri, glaube ich. So, Ebene 10. Was habe ich jetzt gerade bekommen? Löwenseele. Okay, das für Rapido. Multiobjekt. Verbrauchbare Heilobjekte mit einem einzelnen C wie Gummis und Flaschen heilen alle Freunde. Die Wirkung ist jedoch halbiert. Oh. Ja, kann man machen, ne? So, kommt jetzt ein Boss. Ich glaube ja, ne? Nö. Verdammt, geht immer noch weiter. Alles klar. Gut. Speicherpunkt. Nein, okay. Da muss ich wohl diese Ebene noch machen, ne? Also gucken wir uns mal an, wie das aussieht. Ich habe bis jetzt, glaube ich, noch keinen Schatzthronraum irgendwie verpasst. Und läuft gut. Also ja, gut. Dauert nur halt ein bisschen lange. So, das ist relativ einfach. Diesen Raum hatte ich schon voll oft irgendwie. Links oben, dann nach rechts oben. Also ja, das schneide ich natürlich wieder raus und wir sehen uns dann. Alles klar, wir haben die unterste Ebene erreicht. Heißt sogar unterste Ebene. Und ja, da wartet schon ein Boss auf uns. Den schnappen wir uns. Sieht aus wie so ein normaler Gegner, den ich hier auf dem Weg schon getroffen habe. Und ja, soll das schwer werden? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls, ich gehe mit der Gruppe, weil warum nicht? Ich glaube nicht, dass ich meine super Bonzen-Gruppen hier brauche, um die Bosse zu erledigen. Bisher war das noch nicht so schwierig hier. Von daher, komm, schaffen wir. Du siehst aus wie so ein normaler Gegner, den ich hier schon dutzende Male bekämpft habe. Izanami. Ich habe dich schon erkundet, okay. Okay, dann bekämpfe ich dich eben nochmal. Anscheinend. Oh, Eisenkraut. Ja, irgendwann ist merkwürdig mit Repeat. Irgendwie verliert er keine TP mehr oder seine TP heilen sich nach einer Zeit. Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, es liegt hier an Alpha und Symbol. Vielleicht, ich weiß es nicht. Der heilt sich irgendwie automatisch und kommt irgendwie TP zurück und ja, ich weiß nicht wieso. So, und ja, das ist, wie erwartet, jetzt nicht so unglaublich schwierig. Weil mein Ding die ganze Zeit umfällt. Ja, ich erinnere mich, den Kampf hatten wir doch schon mal genau den gleichen, ne? Guck mal, ich verliere gar keine TP irgendwie. Muss ja daran liegen. Und HP heile ich auch irgendwie automatisch. Also ja, ich weiß nicht. Ich nehme an, das liegt an diesen Alpha und Dingen, ne? Sonst wüsste ich jetzt nicht, ich habe jetzt nicht irgendwie eine neue Fähigkeit oder so gelernt in letzter Zeit. Dann wollte ich die ganze Zeit diesen Angriff spammen und hier einfach durchrennen. Das wäre halt nichts. Nun ja. Nee, brauchte ich Rita echt nicht für. Ich habe mal Kombos herausgefunden mit Repeat übrigens. Einfach den hier und dann machen wir Zyklonschuss. Boom. Ja, das Viech ist tot. Wollte ich mal mystische Art oder irgendwie so einsetzen. Okay, der teilt ein bisschen hart aus, aber jetzt auch nicht so. Okay, Judith. Weil Jules tut allgemein irgendwie voll schnell verrecken, habe ich so Gefühl. Okay, Cell, kannst du bitte wiederbeleben? Dann muss ich nicht einen wertvollen Trank des Lebens hier aktivieren? Oder habe ich noch rechtzeitig geblockt, ey? Habt ihr den gesehen? Ich will da rüber springen. Ich versuche die ganze Zeit zu springen, ging nicht. Stimmt, dann habe ich auch noch. Soll ich vielleicht auch mal einsetzen? Ich glaube, damit mache ich mehr Schaden, ne? Oder soll einfach nur die Reichweite erhöhen? Ich weiß nicht. Jetzt glaube ich so lange, bis ich getroffen werde. Ne? Und ja. Ich will mir einfach einen Boss geben, den ich schon bekämpft habe. Was ist das denn? Ne? Den ganzen Weg hier durchgekämpft hierfür.
Bin ich ein bisschen lahm, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich habe ja schön aufgelevelt, das ist auch was, ne? Ich glaube, Herausforderungen gehen sowieso erstmal hier eine Zeit lang flöten, außer ein Solo-Cross hier mir mit Carol und so, das ist fast unmöglich. Aber ich habe ja noch so 90 Level vor mir, also vielleicht wird das ja noch was. Ich kann auch meine Teufelswaffen hochleveln, wie blöd. Irgendwann tue ich da alles one-shotten. Ich weiß es nicht. So, das hier ist sehr einfach. Einfach nichts machen kann. Und du bist tot. Wow, das war unglaublich einfach. Und da hat mich mal Erfahrungspunkt gegeben. Was war das denn? So, ich nehme jetzt an, das ist eine Abkürzung jetzt gewesen, ne? Ich speichere mal zur Sicherheit, bevor ich das benutze. Zur höchsten Ebene gehen. Und hier würde es dann weitergehen, ne? Ist hier irgendwo ein Speicherpunkt? Fauna, E1. Boah. Die ganze Zeit ist das nicht aufgeploppt, ne? Jetzt will ich wieder aufnehmen will. Ich will ehrlich gesagt reinschnuppern, wie stark die Gegner hier sind, damit ich weiß, ob ich jetzt hier schon rein kann oder nicht. Und ja, mal schauen. Dann gucken wir mal, ob ich hier... Ich habe, glaube ich, noch genug magische Augen, ne? Ich kann mich jederzeit hier rausporten. Also ich mache vielleicht einen Flur und dann gehe ich hier raus. Hier kann ich noch nicht raus, okay. Ich werde mal gucken, wie viel höher gelevelt die Gegner jetzt sind in der nächsten Ebene. Weil wir haben einen Sprung von Level 75 bis 100 gemacht, also wer weiß, was jetzt passiert. Oh Mann. Ich nehme an, hier geht zur Ebene 2, ne? Also ja, gucken wir mal schnell. Guck mal, ganz schnell ballern wir alles raus. Und gucken, starke Gegner hier sind. Ja, resistent Wasser. Oh, ich habe Rita nicht dabei, merke ich gerade. Nein. Aber ist okay. Repeat ist auch verdammt stark. Ich habe wirklich die ganze Zeit angefangen mit dem Spam und den gehen die TP irgendwie nicht aus. Weiß nicht genau wieso, aber das ist gut. So, das sind ja, die sind jetzt alle Level 110, okay. Ach warte, ich bin auch ein Idiot, ne? Ich habe da Repeat. Repeat kann automatisch ja Gegner jetzt analysieren. Aha, ich hab's vergessen. Kein Wunder, warum ich die. Dann war doch ein neuer Gegner, ne? Mal gleich nachgucken. Ob ich den Flur hier abgeschlossen habe. Aber Level 10 ist ja auch noch machbar, ne? Level 110 meine ich. Das weiß ich nicht. Weitermachen will ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Weil der Kampf hat ja nicht so lange gedauert, wie ich gedacht habe. Also ja, gehen wir schon mal hier rein kurz. Mal gucken, was das Level jetzt hier ist für die Gegner. Die halten jetzt aber auch ganz schön viel aus. Gott, wo warten jetzt nochmal? Oben und dann rechts überall, ne? Ja, sind alle Level 110 jetzt. Level 100, 110. Ja, jetzt wünschte ich mir, ich hätte Dings dabei. Warte mal, ich habe noch jemanden hier. Ich habe noch jemanden, der hier beschleunigen kann. Mach mal mit Raven einfach. Dürfte auch schnell gehen. Oder auch nicht. Ich mache mit ihm immer hier den. Geht auch schnell. Hey, Problem.
War ehrlich. So, jetzt. Oh, ehrlich. So, ich glaube, hier ist richtig schnell. Richtig meine ich natürlich falsch. Ah, dann kommen solche Gegner natürlich. Und schon, du hast so ein Skill, womit du nicht sofort bewegen kannst, aber irgendwie wird er nicht aktiviert. Fariki. Ich würde überhaupt die losgehen. Nämlich zwei Gegner direkt. Oh Mann, verreckt doch. Wie viele Überlimits muss ich denn hier einsetzen, damit ihr verreckt? Mein Gott, ey. So, ist nach unten, ne? Dann machen wir weiter hiermit. Wir bekommen ein paar TP zurück, wenn ich Überlimit aktiviere. War schon immer so. Das ist ja gar nicht. So, und jetzt alle fragt. Ist ein bisschen eintönig hier, deswegen nehme ich das Ganze ja nicht auf, weil es, wow, ey, dauert so lange hier. Es ist auch ganz schön langweilig zuzusehen, ist schon langweilig hier wahrscheinlich zuzuhören, weil ich nicht genau weiß, was ich jetzt hier sagen soll eigentlich, ne? Boah. So, ich glaube, hier war ein Schatztruhenraum, ne? Ja, war aber natürlich wieder nichts. Das ist praktisch. Ich muss gar nicht näher an die Dinger ran. Mir kann man auch gedrückt halten, ne? Aber bei dem Angriff geht das nicht, glaube ich. Ich glaube, da bestimmt dann, wann die runterkommen, ne? Mal repeat. Warum bist du fast tot? Wir sehen, wir irgendwie fast die Hälfte seiner AP auf einmal aufgezogen worden. Man fragt doch. Hier, wo ist das? Weil ich das Dungeon irgendwie voll zeitaufwendig hier. Aber weiß ich nicht. Es geht noch. Ja, du bist resistent gegen Wind, ja, super. Aber die Gegner, die halten alle so viel aus. Mit Teufelswaffen, ne? Ich glaube, ich muss hier ein bisschen grinden. Damit er ein bisschen schneller geht. Das ist ganz schön, weiß ich nicht. Nerven aufreibt hier. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Los, komm. Ehrlich gesagt, vorher war bald fertig mit dem Spiel. Eigentlich müsste ja nicht mehr so viel kommen hier, ne? Noch diese Dungeon hier, ne? Bisschen im Kolosseum noch wahrscheinlich am schwierigsten sein wird, vor allem mit Carol, weil gerade einfach so ein unfairer Typ ist hier, so ein unfairer Gegner, den ich einfach nicht besiegen kann. Und ja, hier ist der Ausgang. Du da hinten bist neu, Yomi, nach weil ich jetzt Repeat nicht ausgerüstet habe, ne? So, wir machen jetzt mal ganz schnell.
noch schnell genug zaubern können. Ja, der Gegner neben ist hell. Ja, wahrscheinlich rausgehen nach diesem Flur, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Aber ich glaube, ich habe jedes Mal eine Möglichkeit, ne? Mich erstmal aufstocken hier an Objekten, vielleicht noch ein bisschen grinden, auf dem Weg gehen, damit ein bisschen schneller hier geht. Ich weiß es noch nicht. Naja, dauert zu lang. Ja. Ja. Keiner von denen noch tot ist, ey. Er wird nicht die ganze Zeit in seine Zauberposition hier verharren, während er den Angriff einsetzt. Ey, boah, die haben ja immer noch so viel. Wie Schaden machst du denn damit, Raven? Schon 10 Mal auf die drauf geballert damit. Verreck. 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 Verrecke. Verrecke. Ja, du auch. Den seinen Zahn nicht. So. Und Alarm noch Level abgekommen. Gut. Guter Abschluss. Und wir sind in Ebene 2. Das heißt ja, immer der weitest entfernte Ausgang ist hier der, der mich zur nächsten Ebene bringt. Ne? Und die anderen sind einfach nur dafür da, um Dinge hier zu skippen. Einige Ebenen. So, ich will dann aber sagen, ich weiß nicht. Wir werden mich hier offscreen wieder hier durcharbeiten, einige Schätze hier suchen und finden mit euch. Und ja, ich werde jetzt erstmal hier rausgehen und mich neu aufstocken und dann sehen wir uns. Warte mal, lass mich jetzt noch mal gucken, da ist jetzt auch ein neues Monster gewesen, ne? Oder ist das anorganisch? Dieser Name, ja. 110. Ja, nicht schlecht. Gut, ich werde hier rausgehen. Ich werde dann hier, ich werde mich ja hier hin teleportieren können, ne? Wenn ich mal will. Und dann machen wir im nächsten Part hier weiter, würde ich sagen, ne? Weiß nicht, ob ich hin und wieder versuchen hat, Kolosseum ein bisschen hier was reißen zu können, aber ich will mich da erstmal jetzt fernhalten, sonst rege ich mich hier nur unnötig auf. Nee. Also jetzt wieder, geht's wieder nach unten, ne? Ist doch gerade gewesen. Dann weiß ich ja wenigstens schon mal, dass ich hier den Schatzraum ignorieren kann, weil da nichts war. Und ja. Nächste Folge sehen wir uns dann hier, wenn wir uns durch die Fauna hier durchkloppen, ne? Also bis zur nächsten Folge. Ich danke euch alle fürs Zuschauen. Hoffentlich hat euch der Bad gefallen. Wenn nein, dann lasst bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde den Kanal sehr weiterhelfen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.